Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und heute geht es um das Thema Enttäuschung und warum die vielleicht sogar ganz gut sind, erfährst du, du ahnst es nach dem Trailer. Gerade schon angekündigt, geht es heute um das liebe Thema Enttäuschung. Und wer kennt das nicht, dass er von jemandem enttäuscht wurde? Da hat man geglaubt, oh, dieses und jenes und dann macht er was anderes oder wie auch immer. Ich glaube, Enttäuschung muss ich jetzt nicht groß erklären. Wir alle sind schon mal enttäuscht worden und ich möchte in diesem Video euch kurz meine Definition von Enttäuschung mal mitteilen, die vielleicht dem einen oder anderen dann hilft, bei der nächsten Gelegenheit die Sache etwas anders zu sehen. Okay, wie immer, oder nicht wie immer, aber wie dann schon ab und zu, möchte ich das Wort so ein bisschen mal dechiffrieren. Und Enttäuschung, haben wir einmal Ent und eine Täuschung. Und bei Ent wissen wir immer, dass etwas getrennt wird. Entscheidung, Sachen trennen. Enttäuschung heißt in dem Fall, die Täuschung hört auf. Und letztendlich bedeutet das einfach nur, dass wir über die Situation oder über diese Person einer Täuschung auferlegen sind. Das heißt, wir hatten eine Täuschung. Nicht derjenige. Wir haben ein Bild von jemandem, wie er sich zu verhalten hat. Und er verhält sich anders. Damit deckt derjenige unsere Täuschung auf, weil wir haben uns getäuscht. Wir haben eine Vorstellung von etwas, wie es sein soll. Und das ist letztendlich die Kernbotschaft. Es geht darum, jeder von uns hat sein kleines Universum und wir stellen uns jeder für sich vor, wie etwas zu sein hat. Wie jemand zu reagieren hat, wie er sich über ein Geschenk zu freuen hat, wie er zu reagieren hat, wenn dieses oder. Und dann macht er das nicht. Oha. Ja, das geht ja gar nicht. Oder vielleicht doch. Denn wir hatten ein Bild und dieses Bild entspricht eben nicht der Wirklichkeit. Und wir haben hier auch eine kleine Unterscheidung. Also wenn zum Beispiel euch jemand etwas verspricht und das dann nicht hält, dann ist man natürlich enttäuscht. Derjenige hat aber letztendlich auch wiederum eine Täuschung aufgedeckt, nämlich die Täuschung, die wir über diesenjenigen hatten, dass wir glaubten, er ist zuverlässig. Also jemand, der uns enttäuscht, gibt damit letztendlich ganz viel Preis. Einmal etwas über uns, dass wir vielleicht irgendeine Vorstellung hatten, die derjenige nicht bedient, und derjenige auch über sich, indem er etwas preisgibt, indem er vorher vielleicht vorgegeben hat, was zu sein, was er nicht ist. Es geht immer um eine Täuschung. Bei einer Enttäuschung hört die Täuschung auf. Egal auf welcher Seite. Und dann gibt es so Spezialisten, die lassen sich in der Partnerschaft, in der Beziehung von ihrem Partner immer wieder täuschen, werden immer wieder enttäuscht, denken aber, das ist gar nicht wirklich, das ist schon okay und der ändert sich bestimmt oder ich kann den ändern oder nehmen diese Täuschung nicht wirklich wahr. Und hier trifft auch so ein bisschen einer meiner Lieblingssätze, mein Leitmotto, nicht an den Worten, sondern an den Taten wirst du sie erkennen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt im Bereich Täuschung. Wenn euch jemand was verspricht und es nicht hält, an den Taten wirst du sie erkennen. Was nutzen euch viele Worte um irgendwas, wenn nichts passiert? Das sind mir Menschen lieber, die vielleicht weniger erzählen, aber dafür einfach lieber gleich machen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber auch das Thema Enttäuschung und Täuschung bei Taten. Jemand tut etwas, was uns verletzt oder enttäuscht. Viele gehen immer, und das habe ich auch ganz am Anfang, also ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Ich bin ja nicht geboren worden, so plupp, und da war er, der kleine Dirk, und ist erleuchtet und alles ganz normal. Nein. Ich bin durch ziemlich viele Prozesse durch mich. Ich habe halt relativ früh angefangen, mich Sachen zu stellen, zu reflektieren und
habe früher auch immer ganz vielen Menschen die Schuld für alles gegeben und die haben mich enttäuscht und das hätte aber so sein müssen und überhaupt die Welt ist ungerecht und ihr kennt die Sprüche vielleicht. Und dann habe ich dann doch mal irgendwann festgestellt, vielleicht ist es ja nicht die Welt da draußen. Vielleicht bin es ja ich. Und genauso bei dem Thema Enttäuschung. Wenn ich also, und ich kann ja so Praxisbeispiele wunderbar von Trees of Life, wie oft bin ich da jetzt schon enttäuscht worden? Von Leuten, die versprochen haben, was zu tun, was sie nicht halten. Von Leuten, die wie auch immer. Und letztendlich war es aber auch immer meine Täuschung über der Geschichte, dass ich glaubte, hey, ja, der macht das, die sind so, das ist so und wow, das wird klasse. Oder oh, schon gedacht, Mensch, das gibt eine super Kooperation, weil dann war in meinem Kopf schon eine ganz tolle Vision und dann klappte das nicht und dann war natürlich eine Enttäuschung da. Die Täuschung wurde beendet, meine Täuschung wurde beendet, aber auch die Täuschung des anderen, der getäuscht hat. So. Mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Ich glaube, für heute reicht das. Ich hoffe, es hat jetzt nicht enttäuscht, dass das Video nicht so lang ist. Aber ihr wisst ja jetzt, mit Enttäuschungen so ein bisschen umzugehen. Und vielleicht noch so ein kleiner Tipp am Schluss. Wenn ihr bei irgendwas von irgendjemandem enttäuscht worden seid, schaut mal bei euch. Was hattet ihr für eine Vorstellung davon? Wo kommt das vielleicht her? Warum habt ihr so gedacht, müsste der oder diejenige so reagieren? Warum müsste das so sein? Und ja, ich wünsche euch dann mal viel Spaß beim Erforschen eurer selbst. Und hey, habt viel Spaß. Bis zum nächsten Video. Ciao.